Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind in einer kleinen Videoserie über Lernmotivation. Und hier in diesem kleinen Video geht es um Lernen und Alter. Viele Menschen glauben ja, dass sie im Alter nicht mehr lernen können. Ich bin schon 48, höre ich ab und zu in meinen Seminaren. Und könnte das vielleicht eine Überzeugung sein, einfach nur eine hinderliche Überzeugung? Meine These ist, es liegt vor allem an uns selbst, denn es gibt Gegenbeweise. Im August 2007 meldet die Presse, dass eine australische Ur-Urgroßmutter mit 94 Jahren ihr Medizinstudium abgeschlossen hat. Na bitte, es geht doch. Es ist nie zu früh, damit aufzuhören, sich einzureden, es sei zu spät. Ja, wichtiger Spruch. Der Trendletter schreibt im April 2007, die menschliche Leistungsfähigkeit steigt im Alter, sieh mal da. Der Wortschatz vergrößert sich, sieh mal da. Das sprachliche Ausdrucksvermögen wird umfangreicher. Ältere haben einen größeren Vorrat an Lösungsmustern im Kopf. Ja, man könnte das ergänzen, sie reagieren nicht mehr so emotional, sie haben Erfahrung und sie haben ein ähnliches Problem vielleicht schon mal gelöst. Ein 60-Jähriger kommt in komplexen Situationen mit weniger Anordnung und Entscheidung zum Ziel, produziert also weniger Chaos als ein 30-Jähriger. Ja, das sind alles sehr ermutigende Informationen. Deswegen ist es möglicherweise nur ein Gedankenmuster, dass wir im Alter nicht mehr gut lernen können. Kein hilfreiches Gedankenmuster, wenn Sie mich fragen. Fragen Sie mich auch, wenn es um leichtere und schnellere Möglichkeiten des Lernens geht. Ich empfehle Ihnen mein Video-Coaching unter www.spaßlerndenk-shop.de. Lernen in einem Drittel der Zeit. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.